Als Silvio Herklotz über die Ziellinie fuhr, schlug er vor Enttäuschung auf den Lenker. Doch nur wenige Minuten später war der Ärger über den verpassten Etappensieg gewichen, denn der deutsche Straßenmeister eroberte mit seinem dritten Etappenplatz das gelbe Trikot. Ich habe mich heute richtig gut gefühlt und ich wusste, wenn ich auf den letzten Anstieg warte, dann kann der Vorsprung auch nicht groß sein Ziel. So habe ich halt alles auf eine Karte gelegt, dass ich mit einem komfortablen Vorsprung ins Ziel komme. Aber zum Schluss nochmal die letzten 3 Kilometer bin ich nochmal so eingebrochen. Und dann sind die natürlich nochmal von hinten gekommen, aber jetzt erstmal weitersehen. Vom Start weg wurde auf der Königsetappe mit Start und Ziel in Neuhaus schnell gefahren. Es gab zwar mehrere Attacken, doch kein Fahrer konnte sich auf den ersten Kilometern entscheidend lösen. So fuhr man geschlossen zur ersten Bergwertung, die sich Magnus Kurt Nielsen sicherte und seine Führung in der Sonderwertung ausbaute. Auch den zweiten der insgesamt 5 Anstiege des Tages fuhr das Feld geschlossen hinauf. Kurz vor der Bergwertung setzte sich wieder Magnus Kurt Nielsen ab und holte sich die Punkte. Nach einer Abfahrt ging es hinauf zur nächsten Bergprämie und wie schon auf der ersten Etappe erwischte das Feld ein heftiger Schauer. Kurz vor der Prämie setzte sich Nielsen wieder ab und an seinem Hinterrad fuhr der deutsche Meister Silvio Herklotz. Nielsen gewann die Punkte und nahm das Tempo raus, doch Herklotz zog durch und setzte sich vom Feld ab. Kurze Zeit später schloss der Russe Alexander Foliforov zu Herklotz auf und gemeinsam nahmen sie den Anstieg hinauf nach Neuhaus in Angriff. Mit 1 Minute 45 Vorsprung auf das Feld ging das Duo in die 35 Kilometer lange Schlussrunde. In der Abfahrt hängte Herklotz seinem Begleiter ab und fuhr allein an der Spitze. Doch 500 Meter vor dem Ziel schlossen Simon Yates und Julien Alaphilippe zu Herklotz auf und zogen vorbei. Julien Alaphilippe siegte im Sprint und feiert neben seinem 21. Geburtstag auch seinen ersten Etappensieg bei der Thüringen-Rundfahrt. Damien Horsen kam 40 Sekunden nach Herklotz ins Ziel und verliert damit das gelbe Trikot. Auch Jascha Sütterlin vom Thüringer Energieteam büßte viel Zeit ein und liegt in der Gesamtwertung nun weit zurück. Silvio Herklotz führt nun in Nachwuchs, Punkte und Gesamtwertung und geht morgen mit einem Vorsprung von 7 Sekunden auf Lasse Norman Hansen und 8 Sekunden auf Alaphilippe auf die 4. Etappe der 38. Internationalen Thüringen-Rundfahrt.